Ja, vielen, vielen Dank, Claudia, und herzlich willkommen an alle, die teilnehmen. Es freut mich sehr, dass ihr daran interessiert seid. Vielleicht kurz, was werde ich heute machen? Zwei, drei Worte zu mir sagen und zum HTGF. Dann möchte ich ausführlich auf das Thema Beteiligungsvertrag eingehen und am Ende soll ausreichend Zeit bleiben halt für eure Fragen, wie Claudia gerade schon sagte. Die Zielsetzung ist, dass ihr am Ende einen Überblick habt, was steht eigentlich in so einem Beteiligungsvertrag alles drin, was sind mögliche Ausgestaltungen davon und dass ihr einfach für eure nächsten Finanzierungsrunden gewappnet seid. Natürlich kann das Ganze keine Rechtsberatung ersetzen, sondern die braucht ihr in jedem Einzelfall für eure Finanzierungsrunden. Das vielleicht vorab gesagt, wir teilen hier nur Erfahrungswerte aus unserer Arbeit. Gut, dann starte ich vielleicht mit ein, zwei Worten zu mir. Vom Hintergrund bin Mathematiker, habe nach einer Promotion dann eine Zeit lang für eine Managementberatung gearbeitet, für Bain & Company und bin vor circa 4 Jahren zum HTGF gestoßen, bin da im Digital Tech Team und betreue bei uns aktuell ein Portfolio von 10 Unternehmen, die ihr auf der rechten Seite dieser Folie seht. Dann, wie gerade angekündigt, zwei, drei Worte zum HTGF, da will ich aber gar nicht zu viel Zeit mit verbringen. Der HTGF, für die, die ihn noch nicht kennen, ist Deutschlands aktivster Seed-Investor, gemessen an der Anzahl der Seed-Investments, die wir pro Jahr machen. Wie helfen wir den Gründern und wie helfen wir euch? Wir stellen Seed-Finanzierungen zur Verfügung und unseren Portfoliounternehmen natürlich auch das Know-how, das in den letzten 15, 16 Jahren aus diesen ganzen Transaktionen gewachsen ist. Und wir helfen jungen Unternehmen dabei, die ersten Kontakte zu knüpfen, entweder zu potenziellen Partnern, zu Kunden oder auch zu Folgeinvestoren. Selbst werden wir unterstützt von vielen, vielen Fondsinvestoren, ganz viele aus der Industrie. Die seht ihr hier aus dem dritten Fonds, aus dem wir aktuell noch Seed Investments machen, sind ganz viele tolle Unternehmen dabei, die uns unterstützen und zu denen wir wiederum natürlich auch unseren Portfoliounternehmen Zugang bieten. Wie finanzieren wir ganz kurz im Schnitt? Investieren wir initial 600.000 Euro in Seed-Finanzierungen, können über alle Runden hinweg, also auch in Folgefinanzierungsrunden, bis zu 3 Millionen Euro finanzieren. Das können wir als reine Eigenkapitalfinanzierungen machen, aber es können auch Mischformen, zum Beispiel mit Nachrangdarlehen, ausgegeben werden. Wir investieren sehr, sehr gerne mit Partnern zusammen. Das können private oder öffentliche Investoren sein, können aber auch alleine investieren. Worauf wir sehr stolz sind, sind die sehr, sehr vielen Unternehmen, die wir auch schon erfolgreich zusammen mit den Gründerteams verkaufen könnten. Hier seht ihr eine Übersicht über unsere Exits und da stecken ganz, ganz viele Erfolgsgeschichten hinter. Auch neben finanzieller Rendite einfach ganz tolle Unternehmen, die da geschaffen worden sind. Das war es auch schon zum HTGF als ganz kurze Einführung. Da beantworten wir natürlich auch im Nachgang gerne noch mehr Fragen, wenn es dazu Fragen gibt. Und dann würde ich jetzt zum Thema Beteiligungsvertrag, dem eigentlichen Thema dieses Workshops hier kommen und erstmal erläutern, was der Beteiligungsvertrag eigentlich ist. Herr Weidnauer ist ein Anwalt, hat das in seinem Handbuch Venture Capital definiert als: Der Beteiligungsvertrag ist grundsätzlich der Oberbegriff für sämtliche Absprachen, die im Zusammenhang mit der Beteiligung getroffen werden. Hört sich jetzt erstmal sehr allgemein an und im Folgenden möchte ich deswegen darauf eingehen, was eigentlich im Beteiligungsvertrag drinsteht und wie er sich auch in welchem Kontext er sich einbettet. Der Beteiligungsvertrag selbst umfasst im weiteren Sinne oft eine Gesellschafterversammlung und ist in der Regel Teil einer viel, viel umfassenderen Beteiligungsdokumentation. Also der Beteiligungsvertrag zusammen mit einer Gesellschaftervereinbarung bilden halt die Beteiligungs- und Gesellschaftervereinbarung. Das ist der Fokus heute. Da werde ich auch im weiteren Verlauf jetzt auf die einzelnen Bestandteile eingehen. Vielleicht möchte ich nur ganz kurz sagen, wie gesagt, ist Teil von einer umfassenderen Beteiligungsdokumentation. In der Regel wird auch eine Satzung neu gefasst. Es muss ja mindestens bei einer Kapitalerhöhung auch mal
Stammkapital angepasst werden. Aber es gibt auch einige andere Dinge, die vielleicht geregelt werden, wie zum Beispiel ein Beirat, der eingeführt wird, oder Regelungen zu Gesellschafterversammlungen, die vielleicht auch angepasst werden. Dann ist ebenfalls Teil der Beteiligungsdokumentation der Gesellschafterbeschluss, nämlich über die konkrete Kapitalerhöhung und die Satzungsänderung und eine sogenannte Übernahmeerklärung. Da wird im Prinzip geregelt, wer jetzt nun konkret welche Anteile an einem Unternehmen übernimmt und dass die auch zum Handelsregister, dass sie im Handelsregister angemeldet werden soll. Ebenso Teil ist die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung. Darin sind dann Rechten und Pflichtrechte und Pflichten für Geschäftsführerinnen geregelt. Genauso können da drin aber auch zum Beispiel zustimmungspflichtige Geschäfte geregelt werden. Optional gibt es eventuell, sofern er eingeführt wird, auch eine Geschäftsordnung für den Beirat. Da sind dann analog alle Dinge geregelt rund um den Beirat. Ebenso werden ganz häufig neue Geschäftsführer-Anstellungsverträge eingeführt. Es können auch die alten beibehalten werden, aber häufig werden Investoren auch ihre eigenen Templates dafür haben. Und ebenso, was natürlich auch sehr wichtig ist, je nachdem, wie die IP bislang dem Unternehmen zur Verfügung gestellt worden ist, gibt es auch häufig noch einen IP-Übertragungsvertrag, in dem dann zum Beispiel Gründerinnen und Gründer das geistige Eigentum bzw. die Rechte daran der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Und jetzt möchte ich, wie eben gesagt, im Einzelnen auf die Bestandteile der Beteiligungs- und Gesellschaftervereinbarung eingehen. Das sind und da auch erste Ausgestaltungsmöglichkeiten für einzelne Terms aufzeigen und ebenso erklären, wieso überhaupt man diese Regelungen macht, was also quasi der Hintergrund dafür ist. Und die Reihenfolge, das vorab gesagt, die hat jetzt nichts zu bedeuten, in der ich das hier präsentiere. Das könnte auch andersrum in einer anderen Reihenfolge im Beteiligungsvertrag geregelt sein. Ein wesentlicher Punkt ist erstmal die Eigenkapitalbeteiligung und die Kapitalerhöhung. Also das ist eine Verpflichtung der bestehenden Gesellschafter. Also zum Beispiel, wenn ihr als Gründerinnen und Gründer schon eine GmbH gegründet habt, verpflichtet ihr euch zur Erhöhung des Stammkapitals in einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung und zur Zulassung von den neuen Investoren. Dort wird ganz konkret dann geregelt, wer welche Anteile eigentlich übernimmt. Und es wird eine Regelung gefunden zu zum Beispiel Fristen und Bankkontoangaben, zu auf welches Bankkonto bis wann die Stammeinlagen geleistet werden. In der Regel nach Zugang einer Abschrift der notariellen Urkunde des Kapitalerhöhungsbeschlusses. Was halt optional noch dazukommen kann, im Fall von einer Mezzaninfinanzierung, das heißt, wenn man eine Eigenkapitalfinanzierung mit zum Beispiel einem Wandeldarlehen kombiniert, dann könnte das auch noch Ergänzung finden. Aber das ist optional und nicht immer anwendbar. Der Sinn dieser Regel oder dieser Terms hier ist im Prinzip grob gesprochen, es regelt, wer wie viele Anteile übernimmt. Damit in Zusammenhang stehend sind dann die Zuzahlungen in die Kapitalrücklage. Und hier sei vielleicht auch der Hinweis, das ist jetzt auf den Fall in Deutschland bezogen. In anderen Ländern mag es dieses Konzept mit Stammeinlagen und Zuzahlungen nicht in der gleichen Form geben. Aber das ist jetzt hier, wie man es in Deutschland vorfindet. Die Zuzahlung in die Kapitalrücklage, das ist im Prinzip eine Verpflichtung der Investoren, in der Regel gegenüber den übrigen Gesellschaftern, nicht der Gesellschaft selbst, zur Leistung von Zuzahlungen. Und die Höhe der Zuzahlungen zusammen mit dem Stammkapital sind dann das Gesamtinvestment. Und daraus ergibt sich dann auch der Anteilspreis. Und dieser wiederum ergibt sich aus der sogenannten Pre-Money-Bewertung. Das ist die Unternehmensbewertung, zu der ihr euch vielleicht im Termsheet mit den Investoren geeinigt habt. Es werden dann ebenfalls auch im Zusammenhang mit den Zuzahlungen die Fälligkeit dieser Zuzahlung geregelt, also wann müssen die geleistet werden. Die erste Fälligkeit ist häufig, nachdem die Kapitalerhöhung dann im
Handelsregister eingetragen worden ist und den Investoren entsprechende Nachweise überbracht worden sind. Und genau, das und ergänzend dazu kann die Zuzahlung halt entweder in einer Zuzahlung erfolgen oder es kann tranchiert werden. Und die Tranchen können auch durchaus, das kann man, darauf kann man sich einigen, in Abhängigkeit von zu erreichenden Meilensteinen definiert werden. Und genau, in Summe zusammen mit der Kapitalerhöhung bestimmen halt die Zuzahlungen die Höhe des Investments und die Bewertung. Und das sind natürlich jetzt, diese zwei Bestandteile sind die klassischen, die mitunter die wichtigsten Bestandteile für die Beteiligungsvereinbarung. Dann, genau, hat man gerade geregelt, wie viel Kapital denn zur Verfügung gestellt wird und dann einigt man sich häufig auch als Gesellschafter, wie denn das Geld genutzt werden soll. Und in der Regel sollte es zur Förderung des Gesellschaftszwecks geregelt werden. Wenn abweichende Verwendungen noch vorgesehen werden, dann würden die hier separat geregelt. In Summe sorgt diese Regelung dafür, dass man einfach ein gemeinsames Verständnis hat, wofür das Investment genutzt wird. Ich habe es anfangs schon angesprochen. Es gibt auch noch eine Satzung und in der Beteiligungsvereinbarung verpflichtet man sich häufig zur Neufassung oder zur Änderung der bestehenden Satzung in der auf die Beurkundung der Beteiligungsvereinbarung in der Regel folgende Beurkundung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung. Und da, wie gesagt, werden zum Beispiel wird die Änderung des Stammkapitals wird eingetragen, das wird ja offengelegt im Handelsregister. Genauso kann in der Satzung aber auch können halt Zustimmungserfordernisse für einzelne Geschäftsführermaßnahmen oder Gesellschaftsmaßnahmen geregelt werden und die Einführung eines Beirats kann dort ebenfalls in der Satzung geregelt sein. Und die Verpflichtung dazu, die steht häufig schon in der Satzung. Genau. Und häufig, das würde ich auch sagen, hier unten steht es noch, Erhöhung Stammkapital, gegebenenfalls Regelung bezüglich neuer Anteilsklassen. Häufig gibt es ja sogenannte Stammgeschäftsanteile, die bei den Gründerteams liegen und Investoren häufig mit sogenannten Preferred Shares, Vorzugsanteilen investieren und die werden dann häufig auch in der Satzung definiert. Ein ebenso gängiger Punkt ist das Thema Garantien. Und da kann man ganz grob unterscheiden in Right- und Title-Garantien und operative oder Business-Garantien. Die Right- und Title-Garantien sagen sinngemäß, die werden abgegeben von allen bisherigen Gesellschaftern und sagen sinngemäß, wir halten unsere Anteile im eigenen Namen, auf eigene Rechnung, die sind nicht belastet mit Rechten Dritter. Ich habe auch niemandem anders versprochen, da Ergebnis oder Dividenden auszuschütten und ich kann frei über sie verfügen. Das sind sogenannte Right- und Title-Garantien, abgekürzt. Und dann gibt es einen zweiten Satz von Garantien, die in der Regel durch die Gründungsgesellschafter und Gesellschafterinnen abgegeben wird. Zum Beispiel garantieren da die Gründerteams, dass die bereitgestellten Unterlagen in der Due Diligence korrekt waren und nicht irgendwie einen falschen Eindruck vermittelt haben. Es gibt auch Garantien bezüglich IP-Rechte. Geschäftsführer garantieren häufig, dass sie auch an der Geschäftsführungstätigkeit nicht gehindert sind. Man garantiert häufig, dass der Geschäftsbetrieb in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen geschehen ist, dass es keine Rechtsstreitigkeiten gab, dass die Steuern gezahlt worden sind, wenn sie fällig geworden sind und dass es vielleicht keine Wettbewerbsverbote oder Wettbewerbseinschränkungen für das Unternehmen gibt. Das sind so Garantien, die häufig abgegeben werden zum Zeitpunkt der Unterzeichnung in der Regel der Beteiligungsvereinbarung, also zum Tag des Notartermins. Dann im Kontext Garantien regelt man dann auch, was passiert denn eigentlich, wenn eine Garantie abgegeben wurde, die aber nicht richtig war. Also stellt sich nachher heraus, das war nicht ganz richtig, was da garantiert worden ist.
Und dann gibt es in der Regel eine Regelung, das nennt man erstmal Naturalrestitution. Also dann haben die Garantiegeber in einer gewissen Frist eine Zeit, um den Zustand wiederherzustellen, der Garantie entspricht. Und wenn sie das nicht tun oder nicht können, dann ist geregelt häufig, dass es die Parteien, in der Regel die Investoren, gegenüber denen die Garantie abgegeben worden ist, Schadensersatzansprüche geltend machen können. Und das kann durch Geld passieren, das kann aber auch durch Anteilsübertragung passieren oder durch eine kompensierende Kapitalerhöhung. Da gibt es verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten. Genauso wird dann in dem Kontext noch geregelt, mögliche Haftungsbegrenzungen, also bis zu welcher Höhe wird gehaftet und Verjährungs, bis wann werden die Garantien abgegeben, beziehungsweise wann verjährt jegliche Haftung. Am Ende machen das, also warum steht das in der Beteiligungsvereinbarung? Weil es gibt den Investoren, die ja eine Due Diligence machen, aber auch nie, die am Ende auch immer ein bisschen vertrauen müssen, dass das, was ihnen vorgelegt wird, auch so stimmt. Und es gibt den Investoren Sicherheit, dass die Sachverhalte und die Angaben auch so korrekt sind. Dann nach vorne gerichtet wird häufig auch ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm eingeführt oder ein bestehendes erweitert. Was heißt das? Da geht es darum, dass man zum Beispiel zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch an der Wertsteigerung des Unternehmens beteiligen kann, also da Incentives schaffen kann. Und in der Regel wird dann in der Beteiligungsvereinbarung die Höhe von so einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramms und die Standard-Terms, also auch da Stichwort Vesting, Stichwort Strike-Price etc., wird geregelt. Und ebenso wird geregelt, welche Lastentragung, also wer die Lasten dieses Programms tragen soll. Und genau, da gibt es ganz viele verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten, die in jedem Einzelfall auch mit Steuerberatern zu klären sind. Es gibt virtuelle Beteiligungen, es gibt aber auch Equity-Beteiligungen und genau, also das hat verschiedene Implikationen, die es im Einzelfall zu berücksichtigen gibt. Das macht man am Ende zur Incentivierung von Mitarbeitern und Managern, Managerinnen, die noch nicht heute in der Regel noch nicht im Unternehmen arbeiten. Ein weiterer Punkt, den man in Beteiligungsvereinbarungen findet, ist der Verwässerungsschutz. Das ist ein Recht der Investoren in der Regel, dass im Falle einer Downround in der Zukunft, das ist dann eine Finanzierungsrunde, die ja, vereinfacht gesagt zu einer niedrigeren Bewertung stattfindet, einer Pre-Money-Bewertung stattfindet, als die Post-Money-Bewertung der aktuell geplanten Finanzierungsrunde. In diesem Fall sollen Investoren das Recht gegeben werden, gewisse Anzahl an Anteilen nachzuzeichnen, zum Nominalwert in der Regel, um diese Verwässerung auszugleichen. Und da gibt es verschiedene Ausgestaltungen, das Stichwort Narrow oder Broad-Based Weighted Average. Da werden dann Mischbewertungen aus der aktuellen Finanzierungsrunde und der zukünftigen zugrunde gelegt für die Anzahl der nachzuzeichnenden Anteile. Oder es gibt auch einen Full Ratchet Downround Protection, die sich dann allein auf den niedrigeren neuen zukünftigen Sharepreis beziehen. Und das sind verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten und diese Terms zum Verwässerungsschutz beinhalten in der Regel auch eine ganz konkrete Formel zur Berechnung der Kompensationsanteile. Und Investoren verlangen eine solche Klausel in der Regel, um davor geschützt zu sein, jetzt zu einem ho zu hohen Preis eingestiegen zu sein. Ja. Also man kann sich das vorstellen, wenn jetzt ein Investor zu einer sehr, sehr hohen Bewertung einsteigt, mit sehr hohen Erwartungen, die sich dann gar nicht erfüllen und dann kurze Zeit später ein anderer Investor einsteigt zu einer viel, viel niedrigeren Bewertung, dann wird sich natürlich der ursprüngliche Investor fragen, quasi wieso er zu einer so hohen Bewertung eingestiegen ist. Und dazu ist ein Verwässerungsschutzrecht da. Hat keine, das sei vielleicht auch am Rande erwähnt, hat keine Implikationen, wenn die nächste Finanzierungsrunde
mindestens auf einer Bewertung stattfindet, die mindestens so hoch ist wie die Post-Money-Bewertung der letzten Runde. Genauso ist in der Beteiligungsvereinbarung häufig geregelt, wie über Geschäftsanteile verfügt werden kann. Und es ist häufig geregelt, dass Gesellschafter grundsätzlich zur einer Verfügung zustimmen müssen, wenn Vorerwerbs-, Mitveräußerungsrechte und Mitveräußerungspflichten beachtet werden. Ja, also zu den anderen Terms komme ich auch gleich nochmal. Aber wenn diese beachtet werden, dann ist häufig eine Zustimmungsverpflichtung vorgesehen. Man kann aber auch, und das ist auch oft anzufinden, einen sogenannten Founder-Lockup definieren. Das ist dann eine Regelung, dass man zum Beispiel sagt, die Gründer oder die Gründerinnen dürfen für die ersten 2 Jahre oder 3 Jahre, dass man da die Zustimmung nicht erteilen muss. Sinn von so einem Founder-Lockup ist natürlich, besonders als Seed-Investor investieren wir ja auch vor allem in das Team, und es ist wichtig halt, dass die an Bord bleiben, ja, zumindest für eine gewisse Anzahl an Jahren. Genauso üblich wird man häufig sogenannte Permitted Transfers finden. Das ist das Recht dann der Investoren, zur Verfügung von ihren Anteilen zugunsten zum Beispiel verbundenen Unternehmen oder von ihren Managementgesellschaften andere verwaltete Fonds. Ja, also das ist dann quasi, wenn ein Investor sich mal aus welchen Gründen auch immer sich neu strukturiert und dann zum Beispiel die Beteiligung an einen anderen Fonds hängen möchte, dann ist das in der Regel erlaubt und auch unter Ausschluss von sämtlichen Vorerwerbs- oder Mitveräußerungsrechten. Genau. Häufig findet man auch dann eine Regelung, beziehungsweise kann man definieren, dass gewisse Übertragungen zum Beispiel an Wettbewerber entweder ausgeschlossen werden oder mit anderen Einschränkungen versehen werden. Und in Summe soll geregelt werden oder soll ein gemeinsames Verständnis damit geschaffen werden, wer wie über seine Anteile verfügen darf. Das nächste Thema ist das Thema Vesting, und das knüpft an das Thema Investoren investieren ja zum großen Teil auch in die Teams, und es ist wichtig, dass die Teams an Bord bleiben. Und das Vesting ist ein Mechanismus im Sinne, also strikt genommen, mit dem die Gesellschaft und oder die Investoren die Einziehung, also das ist eine Ausgestaltung, eines Teils der Anteile einer Gründerin oder eines Gründers verlangen kann oder die Übertragung der Anteile, wenn die Gründerin das Unternehmen frühzeitig verlässt. Ja, also Szenario, Seed Investor macht ein Investment oder ein Investor investiert und 2 Tage später kündigt die CEO und das Unternehmen steht vielleicht ohne Geschäftsführerin da. Dann ist es natürlich, dann muss das Unternehmen irgendwie darauf reagieren können. Und eine Reaktion oder eine der wenigen Reaktionen, die einem natürlich irgendwie als Unternehmen dann gegeben sind, eine neue Person für diese Stelle zu finden, die dann aber auch der Stelle entsprechend incentiviert werden soll. Und das ist dann häufig der Weg, dass dann quasi die scheidenden Personen ihre Anteile zum gewissen Grad übertragen. Und da unterscheidet man also, wie die Person dann auch das Unternehmen verlässt. Da differenziert man zwischen sogenannten Good Leaver Events und Bad Leaver Events. Genau, also kündigt die Person selbst oder sind es Krankheitsgründe, die dazu führen. Da werden Events unterschieden. Und das Vesting ist häufig so ausgestaltet, dass es zum Beispiel über 4 Jahre läuft und dann das quartärlich oder monatlich linear abnimmt. Ja, also in dem Sinne, dass quasi am Ende der 4 Jahre die Anteile sogenannt voll gewestet sind. So ist das häufig geregelt. Und eine Ausgestaltungsmöglichkeit, wie ich es oben auch gesagt habe, könnte über eine sogenannte Call-Option sein. Und das ist also, wie gesagt, für die Investoren wichtig als Signal von den Gründerinnen und Gründern, dass sie das Unternehmen über mehrere Jahre unterstützen und nicht vorhaben,
nicht vorhaben, das Unternehmen zu verlassen. Zumindest nicht auf kurze Sicht. Ja, dann vorhin angesprochen schon das sogenannte Vorerwerbsrecht. Das ist ein Recht, häufig nicht nur der Investoren, sondern aller Gesellschafter, aber da gibt es auch verschiedene Ausgestaltungen. Im Englischen wird das, heißt das Right of First Refusal. Und da soll das Recht gegeben werden, wenn ein Gesellschafter verkauft, dann sollen die bestehenden Gesellschafter erstmal das Recht haben, diese Anteile zu erwerben, bevor es ein Dritter tun kann. Und das läuft dann in der Regel so ab, dass der veräußerungswillige Gesellschafter eine Veräußerungsanzeige macht, da schreibt er rein, wie viele Anteile will ich verkaufen, zu welchem Preis, was sind sonst noch die Terms, die dann mit so einem, mit der Abtretung, mit dem Verkauf verbunden werden. Und dann präsentiert er das den anderen Gesellschaftern und dann können die entscheiden, ob sie von ihrem Vorerwerbsrecht Gebrauch machen wollen oder nicht. Und dann ist das häufig zweistufig ausgestaltet, dass dann erstmal initial jeder Investor oder Gesellschafter sagen kann, ja, möchte ich übernehmen. Aber dann kann es auch Gesellschafter geben, die sagen, nee, ich mache davon keinen Gebrauch. Und dann soll den übernehmenswilligen Gesellschaftern nochmal die Chance gegeben werden, auch diese Anteile zu übernehmen. Und warum macht man das? Ja, also unter anderem regelt es, also schützt es im Prinzip davor, dass ungewollte Dritte Gesellschafter werden. Das ist eine Sache, aber es kann auch, es ist halt auch einfach ein Vorwerbsrecht, das allen Gesellschaftern zugutekommt. Damit verbunden ist das Mitveräußerungsrecht. Also wenn jemand verkaufen will, dann gibt dieses Mitveräußerungsrecht, auch Tag-Along oder Co-Sale-Right genannt, den bestehenden Gesellschaften und Investoren das Recht, mitzuverkaufen. Ja, natürlich dann nur unter Verzicht ihres Vorerwerbsrechts, aber das ist das Recht, dass quasi, wenn einer sagt, ich will verkaufen, dass dann der andere das Recht haben soll, zu sagen, ich will mitverkaufen. Und auch das ist in der Regel zweistufig ausgestaltet, dass man halt das Recht hat, erstens alle oder nur einen Teil seiner Anteile mit zu veräußern. Und wenn der Übernehmer, also es gibt ja auch immer einen Käufer, ja, wenn der nicht alle angebotenen Anteile übernehmen will, weil es vielleicht zu viele sind, dann gibt es bei den Unternehmen oder veräußerungswilligen Verkäufern halt ein pro rata Mitveräußerungsrecht. Das heißt, entsprechend ihrer Quote am Stammkapital dürfen sie dann veräußern. Ausgestaltungsmöglichkeiten, die man hier häufig hat, sind sogenannte Full-Tag-Along-Rechte, also dass man nicht nur, da wird dann quasi nicht nur auf eine Pro-Rata-Mitveräußerung abgestellt, wenn jetzt eine Veräußerung an Wettbewerber oder bei einem Change-of-Control-Event, also das sind in der Regel 50% Erwerbe oder mehr, wenn in diesen Fällen eine Veräußerung stattfinden soll, dann soll das Recht bestehen, dass man seine gesamten Anteile in jedem Fall mit veräußern darf oder sonst die Veräußerung nicht stattfinden kann. Das schützt einen im Prinzip davor, dass man da im Boot bleibt. Jetzt hat auf einmal ein Wettbewerber die Kontrolle, was man vielleicht gar nicht möchte als Gesellschafter, und das Szenario soll abgewendet werden. Und genauso schützt es davor, dass sich vielleicht Schlüsselgesellschafter zurückziehen und in Anführungsstrichen man als Gesellschafter ungewollt übrig bleibt. Ja. Verbunden mit dem Mitveräußerungsrecht ist ebenso die Mitveräußerungspflicht, auch genannt Drag-Along. Das ist ein Mechanismus, mit dem eine sogenannte Drag-Majority, also das ist eine gewisse Mehrheit, das ist häufig ein mindestens zum Beispiel die Mehrheit der Gesellschafterversammlung oder auch 75% der Gesellschafterversammlung zuzüglich der Zustimmung gewisser Investoren, dann die Veräußerung von sämtlichen Geschäftsanteilen oder auch Teilen verlangen kann. Ja, also da, wenn also diese Drag Majority sagt, wir wollen veräußern, dann müssen auch alle verkaufen. Und da gibt es dann auch Ausgestaltungen pro Rata Verkauf, also nicht alle Anteile oder der Verkauf aller Anteile. Und was man da auch für Ausgestaltungsspielraum hat, ist quasi, wer wann zum Verkauf gezwungen werden kann.
Das kann man zum Beispiel knüpfen an Mindestbewertungen oder Mindest-Return on Invest Multiples. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Investor sagen will, gerade neu eingestiegen, hat sehr hohe Erwartungen und möchte nicht in keinem Fall, dass die Firma unter einer Unternehmenswertung von 100 Millionen Euro verkauft wird, dann könnte er das verlangen, dass das definiert wird. Und das wiederum kann auch dann zeitlich begrenzt oder gestaffelt sein. Genau, und am Ende schützt das davor, dass halt einzelne Minderheitsgesellschafter einen Verkauf am Ende blockieren. Ja, dafür ist dieser Mechanismus da. Wenn er denn von der Drag Majority gewollt wird. Dann komme ich ganz kurz zum Thema Erlöspräferenz. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Man stellt sich vor, dass es einen Exit gibt. Ja, also das kann eine Liquidation sein, Veräußerung von 50% oder mehr der Geschäftsanteile oder wesentliche Vermögensgegenstände. Also, sag ich mal, ein Exit-Event tritt ein und dann stellt sich die Frage, ja, wie wird denn eigentlich der Erlös, der aus so einem Exit im Zusammenhang mit so einem Exit entsteht? Das kann Geld sein, das können aber auch andere, es könnten auch Anteile an einem anderen Unternehmen sein. Wie wird der eigentlich verteilt? Und Investoren ist es halt aus Schutz auch ihres Investments häufig wichtig, dass es eine gewisse Seniorität ihres Investments gibt. Das heißt, dass sie ihr Investment, dass sie dann einen Vorrang bekommen. Also eine Präferenz auf die Verteilung der Erlöse. Und das ist oft mit dem Prinzip Last in, First out geregelt und ist dann mehrstufig gemäß Anteilsklassen. Also über die Finanzierungshistorie gibt es vielleicht eine Seed-Finanzierung, eine Serie A-Finanzierung, Serie B-Finanzierung und so weiter. Und die Gründerteams halten häufig Common Shares, also Stammgeschäftsanteile. Und entlang dieser Stufen ist dann häufig geregelt, wer zuerst sein Geld wiederbekommt. Ja, und dann gibt es da auch wieder verschiedene Ausgestaltungen, wie man das regeln kann. Das können dann sogenannte anrechenbare Liquidationspräferenzen sein. Das heißt, der Investor kriegt auf der ersten Stufe sein Geld zurück, aber später, wenn es in die Stufe der Pro-Rata-Verteilung gemäß Geschäftsanteilen geht, wird das, was er da auf der ersten Stufe erhalten hat, angerechnet. Es gibt aber auch die Ausgestaltungen, die nicht anrechenbar sind, und diese Liquidationspräferenzen können auch verzinst sein. Ja, also in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich investiere jetzt einen Betrag X, der kriegt einen Prozentsatz, weiß ich nicht, 5 oder 8%, und ich habe erstmal das Recht, zum Beispiel auf erster Stufe dann zum Fall eines Exits einen verzinsten Rückfluss zu bekommen, wo dann die Zinsdauer häufig die Zeit ist, die vergeht zwischen dem Exit und der initialen Beteiligung des Investors. Und wozu dient das Ganze? Am Ende ist es ein Downside-Schutz für Investoren. Also wenn es jetzt ein Exit-Ereignis mit, ja, in Anführungsstrichen geringen Erlösen gibt, dann soll das sicherstellen, diese Regelung, dass die Investoren aber in Anführungsstrichen ihr Geld zurücksehen oder halt etwas mehr, je nachdem, wie das ausgestaltet ist. Da sei vielleicht auch erwähnt, bei einer anrechenbaren Liquidationspräferenz, und dann einem Exit-Event, wo der verteilbare Erlös die Post-Money-Bewertung der Finanzierungsrunde übersteigt, hat es im Prinzip keine Auswirkungen, weil dann die Pro-Rata-Verteilung quasi der Erlösverteilung gemäß Erlöspräferenz gleichkommt. Also das ist ein Schutz für Exit-Ereignisse mit geringen Erlösen. Wenn man jetzt einen ganz, ganz, ganz tollen Exit macht, dann fällt das hier nicht oder nicht sehr schwer ins Gewicht. Ein wichtiges Thema neben der Erlöspräferenz für Investoren ist auch Kontroll- und Informationsrechte. Also Investoren sind ja keine Geschäftsführer, die stecken operativ nicht so tief im Tagesgeschäft drin. Und deswegen müssen sie irgendwie informiert werden. Genauso gibt es halt ein paar Geschäftsführungsmaßnahmen, bei denen die Investoren sich in der Regel Mitspracherecht wünschen. Also deswegen
führt man häufig eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung ein, wo dann zum Beispiel ein Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte ist. Also darunter fällt zum Beispiel die Aufstellung des Budgets für das folgende Geschäftsjahr. Das kann man sich zum Beispiel vorstellen. Oder wenn Einstellungen getätigt werden sollen, die eine gewisse Gehaltsgrenze überschreiten, ja, dann möchten die Investoren auch häufig zustimmen müssen. Und genauso kann man dann hier, hatte ich anfangs gesagt, einen Beirat einführen und dann sind da vielleicht auch im Rahmen der Kontrollrechte Entsenderechte für den Beirat geregelt und in der Geschäftsordnung für den Beirat werden dann auch die Kompetenzen nochmal für diesen eingeführt. Zu den Informationsrechten, mit denen ihr, das ist vielleicht auch für euch Gründerinnen und Gründer wichtig, rechnen solltet, also dass es ein monatliches Reporting gibt, häufig so eine Mischung aus quantitativen Daten, jetzt vielleicht eine Gewinn- und Verlustrechnung, eine Cashflow-Rechnung und auch gewissen qualitativen Daten, die einfach den Investoren quasi den Blick aufs Unternehmen ermöglichen wollen, den sie sonst nicht so leicht hätten, weil sie auch nicht operativ tätig sind. Genauso gibt es in der Regel, muss den Investoren Jahresabschluss vorgelegt werden, das Jahresbudget für das folgende Jahr. Und wenn es jetzt sehr besondere Ereignisse gibt, die über den üblichen Geschäftsbetrieb hinausgehen, dann wollen sich die Investoren bei den Informationsrechten in der Regel auch das Recht sichern, dass sie darüber informiert werden. Genau. Also in Summe soll hier geregelt werden, wann muss die Geschäftsführung Investoren um Zustimmung fragen und welche Informationen müssen den Investoren wann bereitgestellt werden. So, dann hier ganz kurz, das ist auch ein häufiger Bestandteil von den Beteiligungsvereinbarungen, gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte und da ist in der Regel eine Verpflichtung von den Gründerinnen und Gründungsgesellschaftern, dass sie halt diesen IP-Übertragungsvertrag, den ich anfangs erwähnt habe, abschließen, sodass halt wirklich dem Unternehmen, das Unternehmen alle mögliche nötige IP besitzt. Das könnten Patente sein, das könnten aber auch exklusive Nutzungsrechte, Lizenzrechte für zum Beispiel Software, Source Code, Urheberrechte sein. Ja. Genauso fallen darunter aber auch Domains, also wenn man zum Beispiel eine Webseite hat und auch Marken und genau, das fällt auch unter. Ebenso geregelt ist häufig noch ein Wettbewerbsverbot für die Gründerinnen und Gründer. Da kann ich vielleicht vorab sagen, das ist häufig auch im Geschäftsführer-Anstellungsvertrag oder im Vertrag für leitende Angestellte geregelt. Aber hier ist es nochmal geregelt und häufig auch gebunden an die Eigenschaft der Gründerin als Gesellschafter. Ja, also für die Dauer ihrer Beteiligung am Stammkapital soll es in der Regel ein Wettbewerbsverbot geben, geografisch eingeschränkt, zum Beispiel EU, wenn das eine sinnvolle Einschränkung ist. Es soll auch ausgeschlossen werden, dass man sich halt an der Konkurrenz beteiligt, mit Ausnahmen von jetzt geringfügigen Beteiligungen an zum Beispiel börsennotierten AGs. Und genauso ist im Rahmen des Wettbewerbsverbots dann natürlich auch geregelt, was halt passiert, wenn man dagegen verstößt. Ja. Und das schützt nicht nur die Investoren, sondern natürlich alle Gesellschafter davor, dass die Gründerinnen und Gründer zum Wettbewerb wechseln oder gar einen neuen Wettbewerber gründen, solange sie halt noch an der Gesellschaft beteiligt sind. So, dann komme ich jetzt einmal, das ist so eine abschließende Folie zu weiteren Terms, die ich jetzt nicht im Detail weiter erläutern möchte, aber die man häufig auch anfindet. Das sind dann, könnten Compliance- und Ethikverpflichtungen sein, jetzt häufig auch verstärkt Nachhaltigkeitsverpflichtungen. Da ist geregelt dann noch in den Beteiligungsvereinbarungen, wie lange läuft es eigentlich, wie kann er gekündigt werden, beziehungsweise nicht gekündigt werden. Wie ist ein Beitritt zu einer Beteiligungsvereinbarung geregelt, wenn jetzt zum Beispiel zukünftig ein neuer Gesellschafter beitreten will? Das, was natürlich auch wichtig ist für die zum Beispiel mit Blick auf die Erlöspräferenz, dass wenn ein neuer beitritt, der auch sich die Erlöspräferenz akzeptiert.
Dann gibt es sonstige Vereinbarungen, wo häufig noch geschrieben wird, dass die Beteiligungsvereinbarung Vorrang vor der Satzung haben soll, dass sie bereits bei Abschluss gelten soll und nicht erst, was ja häufig nachgelagert erst passiert, bei Eintragung im Handelsregister der Finanzierungsrunde. Und Schlussbestimmungen, klassisch, ja, wer trägt die Kosten, notariellen Kosten, Gerichtskosten. Solche Verträge können häufig nur in Schriftform geändert werden, ist da festgehalten. Es wird geregelt, welches Recht anwendbar ist, Gerichtsstand wird geregelt, dass die Daten, Infos vertraulich behandelt werden soll, wie und wann Daten übertragen werden dürfen. Bekanntmachungen, also darunter könnten jetzt zum Beispiel Pressemitteilungen fallen, wie soll das geregelt werden? Und halt salvatorische Klauseln, wenn jetzt einzelne Vertragsbestandteile unwirksam wären, wie man die zu ersetzen hat. Genau, das ist jetzt im recht trocken, im schnellen Durchlauf. Viele der klassischen Terms, die man in einer Beteiligungsvereinbarung findet. Und jetzt, genau, ich hoffe, dass ihr, wie gesagt, einen Überblick bekommen habt, was steht da alles so drin, was für Ausgestaltungsmöglichkeiten gibt es beispielhaft und warum macht man das Ganze überhaupt? Und freue mich jetzt sehr auf eure Fragen, die ich jetzt gerne beantworte. Super, vielen Dank, Uli. Das ist mein Stichwort. Wir haben auch einige Fragen reinbekommen. Ich würde direkt mal mit einer Frage von Clemens starten. Er fragt, welche Möglichkeit hat der Gründer, vertraglich sicherzustellen, dass er im Rahmen einer Kapitalerhöhung, an der er sich nicht beteiligt, nicht verwässert wird? Also ich würde es mal anders sagen. Also in der Regel führt eine Kapitalerhöhung ja zur Verwässerung aller bestehenden Gesellschafter. Also die Idee ist ja quasi, dass neues Kapital hinzugefügt wird auf einer Bewertung und dann gibt es erstmal quotal eine Verwässerung des Stammkapitals auch für die Gründer, aber der Unternehmenswert steigt ja. Ja, also die Anteile vom Gründer, von der Gründerin können ja trotzdem, zumindest im Buch, danach mehr wert sein, als davor, weil quasi zu einer anderen Bewertung eingestiegen worden ist. Ja, also die Verwässerung passiert schon in aller Regel. Der Gründer kann dadurch nicht verwässert werden, indem er mitinvestiert. Sonst gibt es in der Regel wenig Mechanismen, wie man das machen würde. Ja. Okay, vielen Dank. Eine Frage von Christian. Wer trägt üblicherweise die Belastung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms? Das kommt drauf an. Also da gibt es jetzt keine allgemeingültige Antwort. Das hängt auch immer mit der, das hängt am Ende immer mit der Situation auch im Cap Table zusammen. Investoren investieren in aller Regel in ein fully diluted Cap Table und das heißt, die beziehen, wenn sie wirtschaftlich drauf gucken, auf den Cap Table die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme schon immer mit ein. Also quasi wirtschaftlich ist für einen Investor die Bewertung und das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm sind zwei Variablen einer Funktion sozusagen. Ja, also das kann man so oder so ausgestalten mit der Lastentragung. Wenn es nur die Gründer tragen, dann kann die Bewertung der Runde höher sein. Wenn es alle Gesellschafter tragen, dann wird die Bewertung niedriger sein. Wirtschaftlich hat es in der Regel den gleichen Effekt. Okay. Eine Frage aus Belgien. Wie würden Sie der Beteiligungsvertrag im Falle eines Multi-Country-Gründer-Team und Investorenteam, zum Beispiel Belgien-Deutschland, angehen? Wäre es möglich, diese in einem Dokument zu kombinieren oder würden rechtliche Erwägungen vielleicht darauf hindeuten, dass ein separates belgisches und ein deutsches Dokument ratsam wären? Also ich glaube, Maßgabe ist erstmal grundsätzlich, also wo ist das Unternehmen, an dem sich ein Investor beteiligen möchte, wo sitzt es? Ja? Also ist es ein belgisches Unternehmen oder ist es ein deutsches Unternehmen? Und da sind dann auch in der Regel, ist dann auch der Gerichtsstand, der anwendbar ist. Also wenn man jetzt in ein belgisches Unternehmen investieren würde, dann würde man auch Verträge aufsetzen,
die von belgischen Anwälten erstellt werden, nach belgischem Recht. Grundsätzlich ist das möglich. Also man würde aber in der Regel das Recht anwenden, in dem das Unternehmen beheimatet ist. Es ist aber überhaupt kein Problem, wenn, also ich meine, es ist ganz, ganz sehr häufig so, dass jetzt die Nationalitäten unter den Gründungsgesellschaften sehr vielfältig ist. Und das ist überhaupt kein Problem. Also die können auch alle natürlich an einer deutschen GmbH beteiligt sein und hat keine Einschränkungen für das Investment. Häufig regelt man dann halt in der Beteiligungsvereinbarung trotzdem, dass halt der Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten Deutschland ist. Das setzt man dann nur fest, damit man sich einmal darauf regelt, wenn man sich streitet, wo man sich streitet. Super, vielen Dank. Dann machen wir gleich mit einer Frage von Frank weiter. Er fragt, in welcher Höhe werden Haftungsbegrenzungen bei Garantieverletzungen vereinbart? Das ist sehr, sehr individuell und da hat auch jeder Investor seine eigenen Präferenzen. Wahrscheinlich machen das Investoren auch ein bisschen, also regeln das für sich, also wie tief beschäftigen sie sich mit dem Unternehmen. Wenn jetzt ein Investor, sag ich mal, heute einen Gründer kennenlernt und am Abend sagt, ich investiere, dann hat er irgendwie fast keine Zeit zu einer Due Diligence, dann wird er das vielleicht höher setzen. Ja? Also das kann man nicht pauschal beantworten, die Frage. Ist aber in der Regel, zumindest bei den Business-Garantien, also das kann man sagen, gibt es in der Regel einen Cap, also eine Höchstbegrenzung. Bei den Right- und Title-Garantien gibt es manchmal auch keinen Cap. Okay, vielen Dank. Zwei Fragen von Philipp. Wie bringt man als Gesellschafter das Kapital, das Fragentool spinnt leider aktuell, wie bringt man als Gesellschafter das Kapital am sinnvollsten ein? Kapitalrücklage, Stammkapital, Gesellschafterdarlehen und darf man das Stammkapital operativ als Zahlungsmittel verwenden oder steigt dadurch nicht das Insolvenzrisiko? Ja, also wie gesagt, so eine rechtliche Einschätzung dazu können wir und dürfen wir nicht geben, weil wir ja keine Rechtsberater sind. Aber ich kann nur sagen, also man kann nicht sagen, was am sinnvollsten ist. Das hängt von der Phase ab. Also bei einer Kapitalerhöhung kann man sagen, gibt es in Deutschland den Teil Stammeinlagen und dann die Zuzahlung in die Kapitalrücklage. Das geht quasi miteinander einher, sozusagen. Ja, also man kann natürlich auch zu Nominalzeichen nur Stammeinlagen, dann wäre quasi die, dann würde das würde gleich bedeuten, dass die Bewertung dieser Eigenkapitalrunde die Höhe des bestehenden Stammkapitals ist. Aber also man kann es so pauschal nicht sagen, also Eigenkapitalbewertungen gehen häufig einher mit beiden, ja, also Einlagen der Stammeinlagen plus Zuzahlung in die Kapitalrücklage. Das muss aber nicht immer die richtige Finanzierungsform fürs Unternehmen sein. Also es kann auch Darlehen kann auch die richtige Finanzierungsform sein. Das hängt von der Unternehmensphase ab. Man muss natürlich sich vor Augen führen, sag ich mal, ein Darlehen zu finden, jetzt ein klassisches Bankdarlehen, werden viele Startups natürlich nicht bekommen, weil das Risikoprofil für Banken zu hoch ist. Deswegen kommt es dann vielleicht auch erst in späteren Finanzierungsrunden zu tragen. Wandeldarlehen zum Beispiel werden häufig als sogenannte Bridge-Finanzierungsrunden als Instrument genutzt, in denen zum Beispiel eine größere Finanzierungsrunde antizipiert wird in naher Zukunft und man jetzt zur Überbrückung der operativen Tätigkeit bis dahin nochmal Kapital schneller ins Unternehmen holen will und dann kann man vielleicht auch ein Wandeldarlehen einführen. Super, dann machen wir mit einer Frage von Sebastian weiter. Wie sieht beim Vesting die Bewertung der Anteile aus? Ist das zur aktuellen Bewertung des Unternehmens? Ja, also das hängt häufig daran zwischen diesen Bad- und Good-Leaver-Events. Ja. Das ist es. Sag ich mal, ohne das jetzt auch da verbindlich sagen zu können, aber wenn es halt häufig differenziert man beim Bad-Leaver-Event, ist es dann zum Buchwert oder zum Nominalwert. Wenn quasi ein Gründerin und Gründer einfach sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr und gehe quasi, also der schlimmste Fall für einen Investor, dass irgendwie vielleicht die Schlüsselperson auf einmal sagt, ich gehe, dann muss halt die Gesellschaft in der Lage sein, die Anteile auch zu kaufen. Deswegen ist häufig ein niedrigerer Wert.
In gut lieferen Events ist es dann häufig ein höherer Wert, ja. Okay, dann machen wir mit einer Frage von Andreas weiter. In welcher Rangfolge stehen Wandelanleihen, die noch nicht ausgeübt wurden, und generell Nachrangdarlehen in der Erfolgspräferenz? Naja, also diese Darlehen stehen häufig ganz explizit da in Anführungsstrichen gar nicht drin. Aber was man, das ist halt die Frage, wenn es jetzt zum Exit-Event kommt, ist das erstmal eine Verbindlichkeit. Ne? Also das Darlehen ist eine Verbindlichkeit gegen die Gesellschaft und damit muss umgegangen werden. Jetzt ist vielleicht, wenn im Darlehensvertrag geregelt ist, dass im Exit-Event das vorrangig dann zurückgezahlt werden, also vorrangig vor Erlösen an die Gesellschafter, dann würde das quasi vorrangig passieren. Aber halt dieser Nachrang ist häufig auf andere Forderungen der Gesellschaft bezogen. Also das Wort Nachrang bezieht sich eher darauf, dass das Darlehen soll die und das Unternehmen nicht in die Insolvenz treiben können. Und wenn jetzt andere Geldgeber oder da andere Forderungen noch bestehen, dann hat das Nachrang danach. Ja? Also kurz gesprochen, in der Erlöspräferenz ist es erstmal eine Forderung der Gesellschaft und das wird häufig in so einer sogenannten Enterprise Value to Equity Bridge berücksichtigt als Verbindlichkeit, die dann von der Gesellschaft an den Investor ausgekehrt wird. Ja. Und der verbleibende Erlös an die Gesellschaft ausgegeben. Super, vielen Dank. Eine Frage von Christian. Wie üblich ist es, ein Wettbewerbsverbot für die Investoren zu vereinbaren? Ja, ist schwer. Also man muss erstmal definieren, was heißt das eigentlich? Weil die Investoren sind ja in aller Regel nicht selbst operativ tätig. Also deren Geschäftstätigkeit ist ja häufig das Eingehen und Verwalten von Beteiligungen und Veräußerung von Beteiligungen. Da muss man erstmal definieren, was ist denn ein Wettbewerber. Und also Investoren werden sich wahrscheinlich, ich würde es mal so sagen, Investoren müssen halt schauen, also ich sag mal, es gibt ja Fintech-Investoren. Man darf jetzt nicht zum Beispiel, wenn jetzt ein Fintech-Investment macht, darf das natürlich aus Investorensicht nicht ausschließen, dass ich andere Fintech-Investments mache. Ja, also von daher würde ich sagen, nicht sehr, sehr üblich, in dem Sinne, dass sich Investoren nur sehr ungern in ihrer Investitionstätigkeit einschränken. Okay, wir machen mit einer Frage von Sebastian weiter. Wie sichern sich denn Investoren gegebenenfalls ihre Stimmrechte ab, wenn sie nur mit 10 oder unter 25% der Anteile halten? Über Kontrollrechte, oder? Ja, genau. Also also klassische Venture Capital, Seed Investoren, die werden ja keine Mehrheitsgesellschafter, sondern sind und bleiben Minderheitsgesellschafter. Und dann regelt man genau solche zusätzlichen Zustimmungserfordernisse. Ja, das könnte dann zum Beispiel sein, wenn wir mal jetzt investieren, drei Investoren in einer Finanzierungsrunde, die haben dann Vorzugsgeschäftsanteile, die sie zeichnen. Und dann würde man sagen, zum Beispiel der Beschluss des Jahresbudgets bedarf der Zustimmung erstens der Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit und zweitens der Zustimmung der Investoren mit einfacher Mehrheit, zum Beispiel bezogen auf ihre Vorzugsgeschäftsanteile. Ja? Und so quasi durch diesen zweiten Layer an der Aktienklasse kann man das regeln. Wunderbar. Dann machen wir mit einer Frage von Arnold weiter. Wer bezahlt die Kosten der Vertragserstellung, den Notar etc.? Ja, also in der Regel die Kosten der Beurkundung und der Gerichtskosten in aller Regel die Gesellschaft, weil es auch quasi der Gesellschaft zugutekommt. Kapitalbeschaffungskosten sozusagen. Dann wird häufig noch bis zu einer gewissen Grenze erstattet, zum Beispiel auch noch häufig das Unternehmen
dem oder den Investoren einen Betrag. Ja. Da, wie gesagt, ist halt wichtig, dass man sich da auf was Maßvolles einigt. Ja. Und es kommt sicherlich auch, die Grenze kommt immer darauf an, wie komplex ist denn auch der gegebene Sachverhalt. Also in einem Anführungsstrichen Plain Vanilla Cap Table, wo wenig zu tun ist, werden die Kosten jetzt nicht horrend sein. Wenn jetzt sehr, sehr viel noch passieren musste vorher, werden die vielleicht ein bisschen höher sein. Vielen Dank. Wir machen weiter mit einer Frage von Thorsten. Er fragt, welche Aufgabenrechte hat ein Beirat? Also das kann im Einzelnen definiert sein. Also die Kompetenzen variieren und da hat man auch Spielraum. Häufig hat er eine beratende Funktion, eine in Anführungsstrichen überwachende Funktion zum Teil, beziehungsweise eine Funktion, dass er zu gewissen Geschäftsführungsmaßnahmen zustimmen muss. Also, und das macht man häufig, dass man dann gewisse Kompetenzen in den Beirat verlagert. Zum Beispiel, wenn der Gesellschafterkreis sehr, sehr groß ist, dann will man vielleicht nicht für jede Entscheidung einen Gesellschafterbeschluss herbeiführen, sondern einigt sich auf einen kleineren Beirat und dann wandern diese Zustimmungserfordernisse, die ich vorhin erwähnt habe, oder also eher manche davon, sollte man eher sagen, wandern dann in den Kompetenzbereich des Beirats. Ja. Okay. Eine Frage von Hannes. Macht es Sinn, eine bestehende GmbH in eine AG umzuwandeln, um Anteilsgeschäfte zu erleichtern und einen echten Aufsichtsrat zu schaffen? Ist die übliche Rechtsform die GmbH oder die AG? Also, das ist die Frage schwer, was ist üblich? Also, üblich im Sinne von, was sich die meisten Venture Capital Investoren in Deutschland wünschen und was, glaube ich, auch mit prozentual am allerhäufigsten passiert, sind Investments in GmbHs. Ja. Also ein häufig angeführter Grund, warum man jetzt nicht in die AG, warum man keine AG, sondern AG starten will, sind halt auch viel umfassendere Informationen also die Regularien sind deutlich komplexer. Ja. Also man hat selten in der frühen Phase großen Wert dadurch, jetzt vereinfacht gesagt, aber sondern viel Komplexität. Ja, und deswegen würde ich sagen, die GmbHs das typische, für die erste Phase das typische, die typische Rechtsform. Kann sich natürlich ändern, ändert sich auch hoffentlich, wenn die Route zum IPO erfolgreich irgendwann beschritten wird. Okay, eine Frage noch. Habt ihr schon einmal etwas von Wandeldarlehen mit Kickback gehört? Mir sind nur Zinsen oder Gesellschaftsanteile bekannt. Eine Frage von Barbara. Ja, wäre jetzt spannend zu wissen, Kickback in welchem Sinne? Also man kann ja so sagen, wenn man heute ein Wandeldarlehen ausgibt, was kann dann passieren? So, dann gibt es häufig, differenziert man zwischen, ja, vier Fällen häufig. Fall 1 ist, es gibt eine Finanzierungsrunde, die man als qualifizierte Finanzierungsrunde betrachtet, vielleicht mit einer Mindestgröße, da gibt es dann eine Wandlungspflicht. So, das ist Fall 1 für die Wandeldarlehensgeber. Fall 2 ist, es passiert vielleicht eine Finanzierungsrunde, aber die ist nicht qualifiziert, weil die ist irgendwie nicht groß genug, dann gibt es häufig ein Wandlungsrecht für die Investoren. Dann gibt es einen dritten Fall, es gibt gar keine Finanzierungsrunde und es gibt auch kein Exit-Event, dann muss das Darlehen vielleicht irgendwann zurückgezahlt werden, soweit das Unternehmen das kann, also ne, Stichwort qualifizierter Rangrücktritt des Nachrangdarlehens. Oder Fall 4 ist, es gibt ein Exit-Event und dann kann man das, und in dem Kontext ist vielleicht auch Kickback gemeint, also dann ist halt die Frage, wie viel kriegt denn der Darlehensgeber im Fall von einem Exit-Event, der auch zu definieren ist. Ne? Und da kann man dann zum Beispiel natürlich auch sagen, okay, es gibt so eine Art Kickback, dass es dann nochmal zusätzlichen Erlös auf das Darlehen gibt. Und warum macht man das? Naja, weil die Renditeerwartungen von dem Investor häufig ja höher sind als jetzt der Zinssatz. Also Darlehen auszugeben ist jetzt nicht das klassische Geschäft von einem VC-Investor,
mit der Renditeerwartung von Darlehen allein würde er jetzt nicht in der Regel nicht operieren. Ja, also höheres Risiko, höherer Return. Deswegen bei dem Falle, dass das Darlehen nicht gewandelt wird, sondern es zum Exit kommt, gibt es dann vielleicht nochmal so eine Art Exit-Kicker. Ja, also in dem Kontext schon üblich und kommt daher, dass es halt hohes Risiko, in Anführungsstrichen, muss sich dann auch im Exit-Fall irgendwie lohnen. Vielen Dank. Noch eine Frage, unter welchen Umständen verzichtet der Investor auf den Verwässerungsschutz? Puh, also das kann man jetzt nicht ganz pauschal so sagen. Ne? Also ich glaube, es ist immer in Rücksprache mit allen Gesellschaftern und insbesondere auch in Rücksprache mit den bestehenden anderen Investoren auch in Rücksprache natürlich mit dem neuen Investor, der vielleicht nur zu gewissen Bedingungen auch investiert. Ja? Das ist ein Spannungsfeld. Meistens, wenn es jetzt, das kann man so pauschal nicht sagen. Natürlich hat ein Investor in aller Regel ein Recht, ein Verwässerungsrecht, keine Pflicht, dann das auszuüben. Das hängt meines Erachtens dann von der wirtschaftlichen Situation, wie sich das ausgestaltet da. Also ist das da differenziert man auch, ist das jetzt eine Downround, wo es, also gibt's da, ist der Share Price jetzt irgendwie 50 Cent niedriger als der davor oder ist der jetzt irgendwie 90% niedriger? Ich glaube, da hängt viel dran, ja, und das muss man sich im Einzelfall dann anschauen. Super, noch eine Frage zum Verwässerungsschutz von Pascal. Welche Berechnungsformel zum Verwässerungsschutz für virtuelle Mitarbeiteranteile kannst du in der Pre-Seed-Phase empfehlen, in der es noch keine offizielle Unternehmensbewertung gibt? Im Rahmen von virtuellen Beteiligungen ist es gar nicht so üblich, dass die einen Verwässerungsschutz bekommen, weil also der Zweck von so einer Mitarbeiterbeteiligung, auch von der virtuellen, ist quasi so, eine Art Equity-Beteiligung virtuell zu reproduzieren, also ohne Stimmrechte, ohne sonstige Gesellschafterrechte, aber sicherlich also die wirtschaftliche Komponente davon. Und die wirtschaftliche Komponente beinhaltet halt auch die Verwässerung. Ja, also das ist eigentlich in der Regel kein Bug, sondern ein Feature oder auch genau sehr bewusst so angelegt, dass die halt verwässern. Den Verwässerungsschutz, das Instrument, das man hat zum Schutz, ist, dass man denen mehr virtuelle Anteile gibt. Ja, also das kann man natürlich machen, wenn man sagt, okay, ich habe hier Schlüsselmitarbeiter, die haben heute so viele virtuelle Anteile da soll quasi in Anführungsstrichen die Verwässerung der zukünftigen Runde etwas ausgeglichen werden, dann kann man natürlich über erneute Zuteilungen nachdenken. Ja, also das ist das Instrument, aber sonst ist es häufig so ausgestaltet, dass die sehr, sehr bewusst auch ganz normal in Anführungsstrichen mitverwässern, also wobei das zu verstehen ist als im Exit-Event und so würde ich die Frage beantworten. Super, vielen Dank. Dann machen wir noch eine allerletzte Frage von Manan. Ab welcher Phase des Startups sollte man einen Beirat einrichten? Ja, also auch da gibt es keine ganz allgemeingültige Antwort. Aus der Erfahrung erlebe ich, dass es häufig dann Sinn ergibt, wenn der Gesellschafterkreis sehr, sehr groß wird. Und warum? Dann muss ich das hat dann häufig auch recht simple logistische Gründe. Man muss sich das vorstellen, viele Gesellschafter in einem Umlaufbeschluss, also man stellt sich vor, man ist Gründer, Gründerin, man möchte irgendwas machen, man möchte jetzt einen ganz wichtigen Mitarbeiter, eine ganz wichtige Mitarbeiterin einstellen und da braucht dafür die Zustimmung von den Investoren. Jetzt gibt es dann zwei Möglichkeiten, dann kann ich A, eine Gesellschafterversammlung einberufen, das dauert sehr, sehr lange. Ich kann B, einen Umlaufbeschluss an die Gesellschafter verschicken, das dauert im Zweifel auch sehr lange, weil wenn ich sehr, sehr viele Gesellschafter habe, ist vielleicht, und so ist es, ganz, ganz praktische Gründe, ist der eine vielleicht gerade verreist, der andere im Urlaub, der andere checkt seine E-Mails nicht, dann kann es halt sehr, sehr lange dauern, ja, wenn man viele Gesellschafter hat. Das heißt, es macht unter anderem dann Sinn, wenn man eine Governance einführen will, die schnell handlungsfähig ist. Ja, also das ist ein Beirat, dann
kann zwischen drei, also häufig zwischen drei und fünf, selten auch mal sieben Personen, da sieben wir schon viel, drei und fünf vielleicht, in der Regel eine ungerade Anzahl, um da keine Pattsituation in der Stimmabgabe zu bekommen. Ja, also dann führt man das ein, um quasi als Gesellschaft weiter schnell handlungsfähig zu bleiben. Und ich glaube, der Nutzen jetzt bei einer Seed-Finanzierung, wenn jetzt ein Investor hinzustößt, ist begrenzt wahrscheinlich, ja. Super, vielen Dank. Dann schließe ich auch die Fragerunde. Die übrig gebliebenen Fragen werden wir diesmal nicht von uns aus per E-Mail beantworten. Wir werden es diesmal so machen. Uli hat sich bereit erklärt, dass ihr ihn direkt per E-Mail kontaktieren könnt, wenn ihr auch offene Fragen habt. Seine E-Mail-Adresse findet ihr in dem Handout, was angehängt ist, aber ihr werdet das im Nachgang auch noch per E-Mail bekommen. Also ja, keine Scheu davor, Uli direkt zu kontaktieren und ihn noch mit Fragen zu löchern. Ich freue mich sehr über ja, knapp 230 Teilnehmer, die heute dabei waren und möchte auch an dem Punkt ja, nochmal auf die Umfrage hinweisen, aber auch schon voller Freude das nächste Thema anteasern. Das ist eins, was sich schon häufig gewünscht wurde, das Thema Reporting. Am 9. April wird unser Kollege Axel ja, euch dazu informieren und ja, dann bedanke ich mich auch nochmal bei dir, Uli, für deine Zeit und ja, wünsche allen ein schönes Wochenende. Ja, ebenso. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle. Also meine E-Mail-Adresse u.schmidt mit doppelt@htgf.de. Ich freue mich über alle Fragen und genauso, wenn ihr tolle Startups habt und nach Seed-Finanzierung sucht, dann schreibt mich bitte an. Super, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.